Wozu dient Digital Smile Design? Was ist es? Was wird dabei gemacht? Und was sind die Vorteile? Grundsätzlich hat Digital Smile Design zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass bei der digitalen Behandlungsplanung ich im Vorfeld sehr genau auch diagnostizieren muss. Das heißt, es wird umfänglich der Patient digitalisiert. Wir machen ein CT des Kiefers, wir machen einen Intraoral-Scan der Mundhöhle, wir registrieren mitunter auch die Kieferbewegung. Wie ist, beißt ein Patient, welche Kieferbewegung macht er? Geht er sehr weit nach vorne, nach links oder rechts? Und können dann diagnostizieren, welche Probleme hat der Patient. Und erst dann legen wir die Therapie fest. Das heißt, anders als sonst, wie gewohnt, dass man für eine Therapie diagnostiziert, diagnostizieren wir zuerst und legen dann fest, welche Therapie ist notwendig. Bei der Planung passiert es, dass wir ein 3D-Modell des Patienten erstellen. Und dann können wir dieses Modell verändern und die Therapie visualisieren. Wir können also Zahnstellungen ändern, wir können Zahnformen ändern, wir können Positionen ändern, all diese Dinge und können mit Ihnen als Patient besprechen, wie ein Endergebnis aussehen sollte oder kann, das zum einen funktionell stabil ist und funktioniert. Deshalb registrieren und diagnostizieren wir im Vorfeld so viel. Und gleichzeitig ist Ästhetik am Ende auch immer das Outcome von einer perfekten Funktion. Und Sie können sehen, wie sieht sie Ihre Ästhetik am Ende aus, was ändert sich in Ihrer Ästhetik. Das ist also der große Vorteil. Sie gehen in eine Behandlung rein und wissen vorher, was Sie am Ende erwartet. Sie wissen vorher, welche Therapieschritte notwendig sind, um das Endergebnis zu erhalten. Sie können vorher besprechen, wie sich das Endergebnis ändert, wenn man bestimmte Therapieschritte vielleicht weglässt, weil sie vielleicht belastend sind, weil man vielleicht keinen chirurgischen Eingriff möchte oder eben auch, um die Kosten etwas zu reduzieren. Und dann kann man entscheiden, möchte ich den Therapieschritt weglassen oder nicht. Aber weiß eben auch, was sich am Ende dann ändert und mit welchem Ergebnis man rechnen kann. Gleichzeitig machen wir die Erfahrung, dass gründliches Planen im Vorfeld am Ende auch zu einer vorhersagbaren Therapie führt, zu verkürzten Therapiezeiträumen, weil wir vorher wissen, was wir wollen und uns vorher auch einfach Hilfsmittel zur geführten Chirurgie, zur geführten zahnärztlichen Behandlung anfertigen lassen können. Insofern ist der Vorteil letztlich der besseren Diagnostik eine umfänglichere, ganzheitlichere Behandlung unter bestmöglicher Wiederherstellung der Funktion und unter bester Beachtung der Ästhetik und das alles vorab visuell mit Ihnen kommuniziert, damit Sie sehen können, was Sie am Ende erwartet. Gerne informieren Sie sich weiter dazu auf der neuen Homepage smile-makeover.de, auf unserem YouTube-Kanal oder warum nicht, kommen Sie einfach vorbei, buchen Sie eine Therapiestunde, damit wir auch für Sie das Beste an Funktion und Ästhetik generieren und planen können und es mit Ihnen besprechen. Vielen Dank.